Button. Mir patcht er gerade noch irgendwas. Konnte ich jetzt eigentlich gut rüberbringen, wieso ich mich so aufgeregt habe bei YouTube wegen dem Hochladen da? Nö. Hallo übrigens, Twitch. Hier ist der Koali wieder. Huhu. Ich verlaufe mich hier gerade mit Eukalypta in Seoul. Und bei mir ist der Leswak Dark, damit ich nicht alleine bin. Jo. Hallo Twitch. Eine Runde durch Seoul. Ich bin das voll jetzt gewohnt von einem anderen Charakter, dass ich immer nur in London rumlaufe. Ich bin eben sogar aus Versehen wollte ich ins Templer-Hauptquartier rein und habe mich gewundert, warum ich da nicht reinkomme. Okay. Ja. Ich habe kurz ein bisschen Zeit und der Lesrak auch und jetzt werden wir versuchen, Eukalypta ein neues Kopfteil zu beschaffen. Indem wir die Questreihe vom Zug nach Kairo durchspielen. Ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit schaffen, weil ich muss nachher noch arbeiten. Aber versuchen kann man es ja mal, ne? Ah. Oh, schön übrigens auch hier meine Chat-Probier-Dinger. Die sollte ich vielleicht auch mal rauslöschen. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Wie machst du das eigentlich, diese Dinge bei Twitch-Chat da einblenden, dass du sie normal auf dem Bildschirm hast? Das kann man mit einem externen Programm machen. Eigentlich kann man das per Open Broadcast selber einstellen. Hast du die dann auch da, wenn du spielst, oder nur für die Aufnahme? Also nur so, dass die anderen das so sehen? Nee, also auf meinem Spielbildschirm ist das nicht. Oh, okay. Na schade, wäre vielleicht irgendwann mal für mich praktisch gewesen. Also muss ich mir für das Richtige gucken, vielleicht doch dann einen neuen holen. Einen zweiten Bildschirm. Meinst du? Zweiter Bildschirm, ich weiß gar nicht mehr, wie man ohne zweiten Bildschirm leben kann. Frag mich, ich erklär's dir gerne haarklein. Okay. Ich habe auch noch vergessen, hier unseren Stream zu benennen. Lesrak weint. Oh, Episode 13, Trail of Shadow. Ach, so viel, was man immer einstellen muss hier. Ich bin mit YouTube ist sehr überfordert, da werde ich ganz bestimmt mich jetzt noch nicht an Twitch wagen. Das macht mir keine Angst. So, Eukalypta bekommt einen neuen Kopf, heißt der Twitch-Stream jetzt. Okay. Dum, 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 dum. So, einmal müssen. Wo fängt denn das an, diese Questreihe? Bei Nasir? Ja. Dem Tenter, diesen. Jupp. So, ich versuche übrigens auch mit Eukalypta eine Damage Dealer Skillung. Weil ich habe hier in einem. Bekannten von mir hier letzte eine Blut- und Sturmgewehr-Skillung empfohlen und ich hab Bock, die mal selber zu spielen. Ich gucke, ob das irgendwie cool ist. Mal sehen. So. Üble Gegend ist es, glaube ich, ne? Achso, du solltest vielleicht. Ich glaube, bei uns ist. Ich bin bei mir, dauert es gerade noch ein kleines bisschen. Ach, der Lesrak ist noch gar nicht im Spiel. Nein, noch nicht. Der ist noch gar nicht im Spiel. Sowas. Schäm dich, Lesrak. Mach ich irgendwann. Was machen wir denn so lange? Wir könnten hier so eine Nebenquest machen. Welche ist denn cool? Ich könnte eine von meinen Frauensachen erzählen. Ja, könntest du auch machen, ja. Gut. Ich habe momentan nur leider keine Frauengeschichte, seltsamerweise. Ich gehe ein paar Skorpione töten. Also ich hoffe, dass ich sie töte. Skorpion!
Der Skorpion will mich nicht, doch, da ist er. Ah, und direkt mir Rotation versaut. Zurücksetzen. Der braucht 5. Okay. Dann den und dann den. Oh Gott sei Dank, endlich. Akzeptieren. Warum muss ich das immer akzeptieren? Ich hab's doch schon mal akzeptiert. Ich habe gestern mit einem anderen Charakter einen schönen hier Baubosse gelegt. Das war ulkig. Okay. Ich habe noch nicht mal einen gesehen gehabt. Ach, schon wieder versaut. Ich bin irgendwie zu blöd für dieses Elemental Force Ding. Da braucht man einiges an Übung für, habe ich immer das Gefühl. Ja, dafür sind wir jetzt hier zusammen dabei. Wir gehen die Skorpione aus. Ja, keine Angst, ich bin schon im Startbildschirm. 1, 2, Blut. 1, 2, 3. Und den. Oh. Ich krieg halt ordentlich Schaden, aber ich habe Gott sei Dank noch einen Lebensstil an. Wow. 992 FPS, du mich auch. Du hast FPS anzeigen? Ja, ich lass mir die anzeigen. Lamer. Nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ark vergleiche, ist der Unterschied echt grausam. Ach, der stirbt ja schon. Das ist ja scheiße hier. Komm, Skorpioni-Kombi. Da kommt gleich noch einer. Also bisher funktioniert es ganz ordentlich. Ich muss das nur ein bisschen üben. Das erste Mal, dass ich eigentlich mit Eukalypta hier nicht heile, ne? Ja, stimmt. Schaden! Damage! Oh, Chosen Pariah, hallo! Ein Hoodie in Ägypten tragen, beste Idee auf jeden Fall. Aber guck mal, Chosen, nur für dich. Nur für dich, ja. Chosen Pariah. Einer, der gerade zuguckt. Ah, okay. Hallo, Chosen. Nur für dich entferne ich meinen Hoodie. Besser, Chosen? Ja? Nur im T-Shirt? Chosen will Frauen ohne T-Shirt. Ohne T-Shirt sehen wahrscheinlich. Aber das ist bei Secret World nur mit einem Glitch möglich. Ja, leider. Man kann ja halt nicht alles. Bist haben. Jetzt langsam mal hier? Ja. Ich muss nur noch. Du hast doch einen neuen Computer, hast du gesagt. Ja, ich bin schon in der. Ich bin jetzt in Agatha schon angekommen. In Agatha? Ja. Das heißt, ich kann dich einladen, ne? Freund entfernen. Verlockend, aber nein. So, jetzt kannst du dich zu mir packen. Verlockend? Von 1379 auf 14 war, ging das gerade. Ja. Ich guck mal eben ein Video mit der üblen gegen dir. Oh, ist ein bisschen leise, ne? Ich bin leise? Nee, das Spiel ist leise. Ich muss gleich ein bisschen lauter machen, glaube ich. We need more damage. Ja, genau, Chosen. Sie grande. Sie grande.
Ah, oh, mir fällt hier gerade ein. Ich muss dann später das Video auch noch. Oh Gott. Ich hasse es, wenn mir Dinge einfallen. Was musst du? Das Video, dieser Movie Maker da von Windows, der nimmt ja keine MP4s irgendwie. Nicht? Hatte ich mal gelesen. Keine Ahnung. Geben Sie mir 5. Von mir aus. Ich setze mir erstmal eine Spritze, weil der Chosen zuguckt. Hoffentlich sind wieder Skorpione da. Wo sind die Skorpione? Skorpione. Huhu. Da ist wieder einer. Ja. Oh Gott sei Dank. Ich hatte die Tankskillung noch gespeichert. Ich habe gerade die Quest in den Helikopter steigen. Warst du in Polaris irgendwann? Oh ja, warst du in Ah, ja, Polaris jetzt mal ja. nicht mehr. Da ist er ja. Guck mal, ich teile die Quest sogar mit dir, weil ich so nett bin. Musst aber noch hier Minen holen beim Nasir. Ach ja, stimmt. Ich habe Autosprinten habe ich nicht. Einer ist hier. Aber der Typ ist der Geiz hingesammelt. Nope, nimmt er nicht, der Chosen. Nee, nope, nimmt er nicht. Was nimmt wer nicht? Der Chosen nimmt keinen Sprachunterricht, hoffe ich. So, wir müssen zum Außenbereich von hier blablub gehen. Also für gegen normale Mobs ist das hier ja nicht so die geilste Skillung. Ah, der Lesrak will wieder alles kaputt hauen hier. Lesrak macht heute so einen Pseudotank, hat er gesagt. Ja, Hab ich. Pseudo trifft's echt gut. Gutes Wort, Pseudo. Restflammen. Ich liebe den Flammenwerfer. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ein wichtiges Patrouillenmitglied finden und es eliminieren. Also wahrscheinlich das da hinten. Ja. Schnell hier eine Mine hinlegen. Und dann abhauen. Oh, Rückwärtshaltung. Ja, das kann der Eukalypter. Zack, einer schon tot. Und einfach ein Notizenfragment aufheben. Explosion, du merkst, ja, du Chosen, du kriegst jede Menge Explosion jetzt hier. Wir müssen das. Wir müssen hier nämlich noch mehr in die Luft sprengen. Kill, kill. Okay, ich konnte das gerade nicht aufheben. Nicht? Hat es auch nicht für dich gezählt? Was machst denn du jetzt? Musst du nicht eine Stimme des Meisters eliminieren? Ich habe ein Geschenk von Kali erfahren. Anscheinend. Da vorne kommen Oh, welche. ein Liebesvogel! Ja. Koali! Also wirklich! Ja. Komm, put, 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 put. Die laufen vorbei, die laufen vorbei. Nein, tun sie nicht jetzt. Ne, konnte ich auch nicht aufgeben. Aber die Quest hast du schon, ja? Die Quest habe ich. Hast du auch die Sprengsätze hast? Oh, ist ja nicht süß, der Liebesvogel. Nicht so süß wie mein Affe. Die Sprengsätze habe ich auch, ja. Da kommt noch welche. Oh, die drehen ab. Komm her. Nein, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die. Ah. Die müssen wir hier, da hinten die. Kommt her.
Hierhin. Die Mine ist weg. Nein, die Mine ist weg. Achtung, die Mine macht dich auch selber platt, ne? Ja. Aua, aua. Die Falschen sind gestorben. Oh, ich sterbe gleich. Hinter dir kommt übrigens noch welche. Okay, eine vierte der Stimme des Meisters eliminieren. Oh, weg. Das ist die Realität, wenn ich komme. Hier, kannst du den aufheben? Ja. Okay. Jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Ach, Fun, komm, Fun. Ich hab meinen Liebesvogel. Da kommen noch welche, guck mal. Er spürt die Verzückung. Er läuft dir jetzt dran vorbei oder was? Nein, ich wollte gerade sagen. So, Teile der Notiz zusammenfügen. Dann gucken wir doch mal. Wie müssen wir die denn zusammenfügen? So. Das sieht so aus, als ob es nach oben gehört. Tatsache. Zack. Und untersuchen. Ich will, dass Patrouillen die Maya auf den Straßen zusammentreiben, bringt mir Gefangene, die in den Grabmalen arbeiten oder die Lieferung beschleunigen können. Wir stehen kurz vor dem Ziel, Freunde, aber einige Knochen müssen wir noch brechen. Eile ist geboten. Für Aton! Da gut. Steht Freunde? Ja, für Aton okay. Steht da auch. So, Patrouille auf dem Weg zu dem nicht erwähnten Ort eliminieren. Ich muss noch die Stimmen des Meisters töten. Ja, dann töten wir doch hier noch Stimmen des Meisters. Da oben ist, glaube ich, eine. Ja. Die laufen hier ja überall rum. Töte sie, Lassrak, töte sie. Nein! Sie drehen um. Vorsicht, die töten dich auch. So, liebe Kinder, macht man das nicht. Ich habe nie behauptet, Sprengstoff-Experte zu sein. Ich kann es auch nicht aufheben, verdammt. Ach, guck mal hier, was ist denn hier? Jemand nicht gelootet. Nein, die Notiz ist weg. Na dann, hier kommt direkt noch einer. Und boom! Lassrak, du bist übrigens ein toller Tank mit 4000 Lebenspunkten. Ja, danke. Ich weiß, ich beeindrucke mich selber jedes Mal. So, wie viel musst du noch? Zwei. Zwei? Das sind Kultisten. Flagellator. Klingt ein bisschen komisch, ne? Kultistenflagellator. Ah! Da! Der dreht doch um! Das war, glaube ich, nicht so gut. Komm. Mir hinterher, ich sterbe gleich und ich bin tot. Ja, toll, die Stimme des Meisters ist der Einzige, der überlebt hat. Ja, hau ihn tot. Wie gut, dass die Bienchen einen immer wieder zusammensetzen, ha? Ja. Hallo. Oh, hallo, wer bist du denn? Kultisteneiferer? Das ist aber echt.
Ihr könnt auch zeigen, wie eifrig ich sein kann. Was? Ich bin sogar sehr zurückhaltend und freundlich gewesen. Das war sensibel. Hier oben ist noch einer. Ich glaube, ich komme. Eine Stimme des Meisters, wenn du noch eine brauchst. Ja, eine brauche ich noch. Na, wo laufen sie lang? Sie drehen es bestimmt gleich wieder um. Kannst schon mal eine Mine pflanzen. Die laufen aber auch ein bisschen komisch. Boom. Die Teile der Notiz zusammenfügen. Yay! Ich darf basteln. Ich laufe schon mal vor ins Zielgebiet vom nächsten. Obwohl, hier kann ich unterwegs ein paar Leute abfackeln. Chosen, wir brauchen auch mehr Flammen. Ich merke, es ist Ende des Monats, merkt man bei mir richtig. Wieso? Die Heizungen gehen nicht. What? Hatte ich doch erzählt, der kommt immer ein, zwei Tage zu spät zum Auffüllen. Ach, tragisch. Ja. Ich verklag meine Vermieter einfach, wenn ich eine Erkältung kriege. Ah, ich habe schon wieder diesen Dodge-Bug. Es gibt in letzter Zeit so einen Bug, dass man nicht vernünftig dodgen kann. Besonders cool, wenn man in Polaris ist. Wer ist Polaris? Und kann man es essen? Das ist die große Frage. Jetzt kriege ich Hunger, danke. Na, komm, komm. Oh, das war schlecht. Kannst du wenigstens was aufheben? Ja. Sehr gut. Das heißt, du bist jetzt bei Stufe 6 von 6? Müsste. Ja? Ich noch nicht. Das heißt, wir brauchen noch eine Patrouille. Okay. Aber da kommt auch schon die nächste. Run! Boom! Fuck. So, Befehle der Patrouille untersuchen. Oh, oh, die Verpackungsfabrik. Oh, Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nicht? Stopp, wo ist ein Vogel? Wo ist der Vogel? Ah. Es gibt Leute, die behaupten, du hast einen Vogel. Ich würde sagen, diese Leute liegen gar nicht so falsch. Dankeschön. Du bist so gut zu mir. Das mache ich nur für deinen Hintern. Also für Eukalyptus Hintern, nicht für deinen. Schon klar. Wäre sonst gleich gruselig, oder? Gäste. Ach, jetzt ist ja gar keiner mehr über. Jetzt bin ich hier auf dem 7er Zähler und keiner ist mehr über zum Töten. Du darfst mich damit beschießen. Es geht nicht. Wir sind nicht im PvP. Aber hier ist noch einer. Bam, 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 bam. Tot. Oh, oh, die Kamera hat mich. Oh, oh, hilf mir. Oh, oh. Und ich wurde nicht erwischt.
Ich glaube, wir müssen mal jetzt abwarten, bis hier so eine Patrouille vorbeikommt, oder? Oh, ach, guck mal. Aufseher der Veränderung. Was verändert ihr denn? Das Leben. Ich habe ziemlich wenig Leben, das ist nicht so schön. Ich glaube, ich nehme hier statt dem hier, nehme ich mir den Spieß umdrehen mal mit hier. Für den Fall der Fälle. Und gab's von Chosen schon mal wieder was Neues? Ne, der Chosen mag uns nicht mehr. Oh. Wir sind ihm zu gewöhnlich wahrscheinlich. Warum hat er denn erst eingeschaltet? Wahrscheinlich hat er das auf meinem Twitter-Kanal gesehen. Twitter-Dingens da. Du weißt schon, was ich meine. Obwohl ich aber sagen muss, der Name kommt mir trotzdem bekannt vor, Chosen Pariah. Du sollst sie nicht töten, die müssen noch hier rein. Ach, Junge. Was, die müssen da rein? Ja, wir müssen auch rausfinden, wo die hingehen. Das haben wir doch schon. Nein. Hast du die schon angeklickt, die Tür? Ich kann die Tür nicht anklicken. Die Tür hier. Ich bin tot. So. Bei mir hat es sich nämlich dadurch aktualisiert, dass ich nah rangegangen bin und die angeklickt habe. Hm. Ich bin schon bei einem Zugang in die Dattelfabrik finden. Hm. Tim, 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 tim. Regenbogensprint. Regenbogensprint. Ach so. Ja, schön. Fail. Die Tür ist von innen verrammelt. Oh Gott. Boah, hier laufen ja ganz schön viele Leute rum. Ist das irgendwie eine Daily oder so? Ein Anführer der Kultisten eliminieren. Lesrak. Kommt da hinten einer? Jo. Ein Vogel greift mit an. Das auf jeden Fall. Jetzt kommen sie aber nur geballt hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay. Scheißding. So, der noch. Ah, komm schon. Hat mich auch umgebracht. Verdammt. Was heißt, die nicht mögen? Ich darf auch mal was nicht schreiben. Das ist so richtig so, Chosen. Wir sind einfach nur böse heute Morgen. Also heute Mittag. Und haben kein Mitgefühl für kleine Chosens. Aber auch für große nicht. Was ist? Chosen fühlt sich gemobbt. Warum? Ich mag seinen Namen. Gesagt habe, er mag uns nicht. Eigentlich mag er uns wirklich. Glaube ich. Ich mag seinen Namen. Boah, hat was. Also Kali, du bist so sympathisch, dich mag eigentlich jeder. Das stimmt. Wenn er nicht. Einen nicht mag, dann mich. Das kann ich ihr nicht mehr übel nehmen. Ich mag mich ja selber nicht. Musst du jetzt eigentlich wieder jede Scheiße an herholen? Töten, töten! Ja, klasse. Wir müssen ja immer noch einen Kultistenanführer eliminieren hier. Glaubst du, der rennt auf dich zu, wenn der Alarm losgeht? Ich muss mal hier eine Mine hinpflanzen. Aufseher. Ne, Anführer brauchen wir, ne? Ja.
Da kommt einer. Der läuft immer hin und her, komischerweise. Boah, diese Scheißkamera. Das ist doch ein Anführer, das ist so ein Gefängnistransport. Achso, da hinten. Ich hab nichts gesagt. Hier ist auch. Ach nee, ist ein Kultist. Doch, ist ein Anführer. Hast du auch einen? Nein. Hier ist einer. Moment, ich pflanze eine Mine. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass sie wirklich da hingehen. Das tun sie jetzt nicht wirklich, oder? Natürlich. Nein, das tut. Nein, natürlich. Das ist nicht wahr. Natürlich. So. Rein in die Dattelfabrik. Das schöne Wässerchen. Wie weit ist Chosen denn in die Secret World? Soll er mal reinschreiben? Würde mich interessieren. Der Chosen hat, glaube ich, schon ganz lange Secret World nicht mehr gespielt. Mit dem Chosen habe ich angefangen, Secret World zu spielen, bevor ich mit dir zusammen gespielt habe. Okay. Mhm, mit Chosen und mit Löffel und ich hänge hier fest. Verdammt. Ah, Chosen ist vom Nerdpool. Ja. Ah, sag das doch. Aber er heißt da nicht mehr Chosen, weil der lieber nach Hause wollte und deswegen heißt er jetzt Almost Home. Ja. Okay. Mhm. Ich finde das einleuchtend. Na, wie sagt man so schön, jeder hat seine. Aber ich nenne ihn trotzdem weiter Chosen. Einen wahren Chosen kann man einfach nicht verleugnen. So, die Dattelfabrik durchsuchen. Da oben ist ein Wissen. Wow. Ehrlich? Mhm. Oh. Da oben. Sehe ich nicht. Wahrscheinlich hast du es schon. Ich weiß auch nicht mehr, wie man da hochkommt. Deswegen lasse ich das Wissen jetzt da, wo es ist. Ein Vogel ist schon wieder weg. Skandal. Du hast dir jemanden geholt. Oh oh. Ich versuche dich zu retten, indem ich sterbe. Wieso sterben? War ich was nicht kann. Ja, ich habe ihn getötet. Perfekt. Da kommt man hier nicht weiter, tut mir leid. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Und dann hier runter. Und hier den Generator zerstören. Beziehungsweise ihn benutzen. Guck mal, ist das nicht eklig, wenn ihr jemals Datteln esst, ja? Guck mal, so werden die hergestellt hier. Mit so Schleim drin. Ich habe noch nie Datteln gegessen. Ich schon, ich mag die nicht. Wenn die so hergestellt werden, kann ich verstehen. So, wir laufen, ne? Also 1, 2, wir warten noch, bis sie da weggelaufen ist und dann. Okay, der läuft nicht weg. 1, 2, 3. Lauf, kleiner Eukalypter, lauf! Mach dem Regenbogen alle Ehre! Hui! Hast du sie gesehen, die Anima? Ja, ganz kurz. Mhm. Ich dachte, das wäre ein Bug. Do you know the secret of keeping bee? Far better that you remain a captive. A dead bee creates no honey. Not to mention your talents in that area. Was echt cool aus. Artemis promised me immortality. With the Black Pharaoh gone, I stand first among his prophets. And all he asks in return is a little chaos.
All good beekeepers know this trick. The smoke takes away your sting. Makes you placid. You will recover in time. But I plan to put that time to good use. The hour approaches. When next we meet, my friend, we shall stand as equals. Na, bin gespannt, ob wir mal stehen als Gleiche. Gülfalken hatte ich immer was zu angemerkt. Ja? Fand es interessant, dass der Typ der einzige ist, der wirklich auf die Bienensache wirklich mal eingeht. Der Schleim, also der Schleimtyp tut das doch auch. Oder? Also der John. Oder wie der hieß. Yay, Nebenquest. Du bist frei, lauf in die Freiheit. Eigentlich müsste ich ja den Mann schlagen lassen hier, ne? Ja. Hey, Girlie. Du bist echt ein Kopf größer als ich. Ja, klar. Wäre ich wahrscheinlich auch in echt. Wie groß bist denn du in echt? 1,95, 98. Ja, das stimmt. So groß bin ich nicht. Mir geht's eher in die Breite. Ja, wenn ich nicht bald wieder mit Sport anfange, bei mir auch. Wie sagte letztens ich habe einen Kommentar von einem Kind gekriegt und das, die Kinder reden ja meistens die Wahrheit. Du musst weniger Schnitzel essen, sagt es. Okay. Jetzt habe ich Hunger gekriegt. Dabei esse ich gar keine Schnitzel. Das weiß ich. Ausnahmsweise mal. Aber ich habe jetzt vor Hunger gekriegt. Naja, ich habe heute schon was gegessen. Ich habe schon früh Mittag gegessen. Naja, schon mal was gab's denn? Süß-saure Soße. Also hier mit Bambussprossen und Zeug. Bambus. Halt mit Reis. Bambus. Bist du jetzt unter die Panda-Bären gegangen? Nö. Die Ananas da drin ist auch mal. So, das hört sich mir viel zu grün an. Ey, ich hab daneben geschlagen. Gut, dass ich dich dabei hab. Ja. Naja, ich hab ja mein Triple Kick im Notfall. Diddle-ding. Ach, jetzt kommt die coole Szene hier. Ist das Mayonnaise, was er sich auf den Bauch geschmiert hat? Ich glaube nicht. Wollen wir wissen, was es ist? Ich glaube, der hat ein paar Bilder von den Gefangenen gesehen, wenn du verstehst. Ach so. Prügeln wir auf ihn ein, er hat es verdient. Warum? Er hat nur seinen Job gemacht. Boah, ich bin so Kung-Fu-mäßig drauf, ey. Guck dir das an. Das ist Kung-Fu-mäßig. Das kann sogar ich in echt. Echt? Ich das letzte vielleicht nicht. Das wird dich lehren, mit Mayonnaise zu kleckern. Klettern. Oh Gott, scheiße. Genau, klettern mit Mayonnaise. Das solltet ihr auch nicht tun, liebe Kinder. Klettern mit Mayonnaise ist auch böse. Worunter kam das denn mit den Schnitzeln? Da muss ja ein Video sein, wo man dich gesehen hat. Nee, das kam nicht in dem Video. Im richtigen Leben, weißt du? Ach so. Weißt du, es gibt sowas, wenn man vom Computer weggeht. Oh, das wird nicht. Jetzt hör mal auf mit diesem Fantasy-Kram.
Science Fiction. Ich meine, heutzutage, wo man sich fast alles liefern lassen kann, muss man echt fast nicht mehr weg, ne? Also man muss noch arbeiten gehen irgendwie, aber es gibt ja auch Jobs, die kann man von zu Hause aus machen. Du musst immer noch zwei Wachen töten. Ich muss schon mit Said sprechen. Ja, das ist die andere Quest. Ach ja, wir haben ja noch die Flut. Nee, die Flut. Ach, hier sind auch noch welche gut. Ja, da war auch das Wissen. Das kann ich mir in Ruhe mal gucken, wie man da hinkommt. Ja. Ich werde da mal sterben in aller Ruhe. Ey, lass den Lesrak in Frieden. Ich muss wieder unten beim Knast starten. Oh Gott. Nicht lass mir Wacht übrig, sonst kriege ich die nicht. Und dann macht der mich platt. Nur wieder wegen deiner Wissensgier. Oh, ich höre mich wie ein Arschloch an, wenn ich das so sage. Ein bisschen schon. Aber ich höre mich eh immer wie ein Arschloch an, von daher. Hab ihn. Also hier kommt man auf jeden Fall schon mal nicht hoch. Hier kommt man, glaube ich, hoch. Ich und Jumpen, ne? Wo ist Terra, wenn man sie braucht? Hast du überhaupt mal jetzt wieder was von ihr gehört? Nee. Die mag uns nicht mehr. Wahrscheinlich genauso wenig wie der Chosen. Oh, Moment. No. See what you did there. So, Bericht senden. Yay, Schwarzbarren. Oh, hier ist noch einer. Ja, Hilfe! Ja, hab schon alle. Hilfe, er schlägt mich. Okay, ich schlage ihn auch. Mit. Oh, der hat ein tolles Zeugs gedroppt. Ha. Ha, du hast daneben geschlagen. Ich schlage nicht daneben. Du schlägst ja wie ein Mädchen. Ich habe den unsichtbaren Helfer von ihm verprügelt. Der neben ihm stand. Du konntest ihn nur nicht sehen. Ach so. Es macht mir echt Spaß jetzt gerade hier. Das ist echt witzig. Ich habe mir gedacht, so irgendwie so mit so Low Gear nochmal zu laufen. Ich weiß nicht, aber es macht gerade irgendwie Laune. Ein bisschen fehlt der Villandesch und die Terra. Der Villandesch war gestern Abend online. In Secret World? Nein. Ja. Also nicht, weiß ich nicht, aber ich war gestern der Abend. Villandesch spielt, glaube ich, gerade irgend so ein komisches Spiel mit Schiffen mit einem anderen Kumpel. Und ist deswegen in Skype immer online. Aber er antwortet mir nicht, wenn ich ihm schreibe. Er mag mich auch nicht mehr. Wo bist du? Neben dir. Ach so. Ich guck die Karte gerade die ganze Zeit ab. Fühlst du dich alleine? Ehrlich gesagt, ja, immer. Mein ganzes Leben lang. Okay. Wir müssen mit Zeit sprechen, das heißt, wir müssen hinten hier ins Hotel. Das Messerchen. Wo ist das Hotel? Da hinten ist das Hotel. Mit diesen Vollzeit-Membern scheinen die jetzt ja echt Werbung zu machen, kann das sein? Bitte was? Diese, Mitglied werden, jetzt scheinen die da sehr, sehr viel mehr Werbung für zu machen. Ja, du kriegst ja auch jetzt Zeug dafür, ne? Vorher war das ja so, ja. Gefangen ist, glaube ich, jetzt auch schon Lifetime-Member. Auch schon? Hat er wieder angefangen? Nein. Er hat sich das nur geholt und hat nicht weitergespielt. Das ist ja, das ist Glück folgen. Ich will jetzt nicht sagen intelligent, aber du weißt so. Ne? Es kommt gleich meine Lieblingsquest, die in sie. Oh, ich hasse die. Oh, hier ist eine halbnackte, die Lesrak muss schnell kommen. Ich komme! Ich renne! Wo? Und sie zieht ganz viele Ghule hinter sich her. Wo? Bei Said, hier! Du hast auch einen Ghul. Hi. Wie geht's dir? Ist das ein Drache?
Ja, einer. Das ist ein Drache, ja. Lopan. Melanie Xung. Ich muss erstmal mit Zeit sprechen. Rede ruhig mit ihr. Ich unterhalte mich mit ihr. Gummiberg. Without us, they'll never acquire top caliber. So I told myself. Oh, sure, people have been known to get things done without me, but the work I did to sign, seal, and deliver the goods, it was downright artistic. Memories. Ugh. Let's not dwell on the past. No, I take that back. Let's dwell a while, shall we? No matter how much time goes by, you never forget the ones that got away. In my case, it was a divine little Roman thing. Came traipsing through here a millennium ago. Ah, who to imagine what might have been? Temples, monuments, people. They all just bleed into each other. But the Ancyli of Mars. Well, I know what you're thinking. Said, after all you've done for me, after all you've done for Egypt, I'd be honored to get you the Ancyli, if only I had time. Well, supposing you did have time, hmm? Besides, if those Romans were who I think they are, you'd be doing yourself a favor. Those are my terms. You dig up the Ancyli for me, and I dig up information for you. Quali. Hm? Wie lange haben wir bisher gespielt? Oh, and read the manual. Halbe Stunde? Vielleicht? Temporal anomaly. Warum? Ah, 46 Minuten, glaube ich. Okay, ich bin jetzt gerade bei dem Tonteil. Verstärken. Tonteil? Audio City. Ach so. Der Lessrack nimmt nämlich auch auf, glaube ich, gerade. Kann das sein? Habe ich jetzt sogar eben, ja. Ich muss ja üben. Ich bin ja kein Pro, der das im Halbschlaf macht wie Quali. Hier, Chosen, was gab's denn zum Frühstück? Und? Klingt gut bei dir? Nein. Meh. Na gut, dann kommt Plan B. Plan B? Was ist Plan B? Plan B wird dir nicht gefallen. Warum nicht? Mach keinen Scheiß. Aufnahmegeräte. Mikrofon. Eigenschaften. Pegel, Mikrofonverstärkung auf 30. Oh, da wird laut. Okay, wie hörst du mich jetzt? Laut. Auch verrauscht? Ein bisschen. Ich höre vor allen Dingen mich. Über deinen Kopfhörer wahrscheinlich. Nee, ernsthaft jetzt? Mhm. Und jetzt tippst du. Ja. Ich lauf schon mal zum Zeitgrab mal. Ja, mach das. Hier sind Leute. Wie? Menschen? Das sind gar keine Menschen, das sind Ghule. Die töten mich gerade. Okay, wie ist es jetzt? Ja, so in Ordnung. Finde ich gut. Okay. Der Ghoul hat gedacht, er könnte mich angreifen. Gibt es noch andere gratis Aufnahmeprogramme für den Ton? Weißt du das? Eins, womit ich vielleicht klarkomme? Ich finde Audacity schon ziemlich gut. Dann bin ich zu dumm. Das
hätte ich jetzt anders formuliert. Chosen Pariah sagt, du hast Rückkopplung. Klasse. Danke, Herr Chosen. Hier, Chosen, installiere die Secret World auch mal wieder und spiel mal wieder mit. Lange nichts mehr miteinander gemacht, Chosen, hier. Müssen wir wieder was zusammen spielen. Gülfalken ruft gerade an. Ja, der soll auch installieren, soll er mitmachen. Soll ich ihn dazu holen oder was zur Konferenz? Ja, nur wenn er mitspielt. Okay, dann muss ich aber jetzt kurz mal raus, Koali. Also aus Skype, ich komme gleich wieder dazu. Nein. Keine Angst. Ich und Angst. Pah. Ja, und dann wird mit derweil stehe ich dann hier rum. Und ganz alleine in Ägypten. Ja, wie soll ich euch denn alleine unterhalten ohne den Lesrock? Das ist so schlimm. Chosen Pariah. Vernünftiges Internet. Ja. Das ist so eine Sache mit dem vernünftigen Internet. Das sehe ich voll ein. Man kann auch irgendwie gerade ziemlich schlecht den Chat lesen, habe ich das Gefühl. Warum sagt mir das keiner? Ding, 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 ding. Machen wir ein bisschen anders hier. So. Dieses Chroma Key ist alles ein bisschen. Ah, so ist vielleicht besser. Ja. Und jetzt noch den Filter. Hier noch ein bisschen ändern. So. Der Chat hängt auch extrem lange nach. Ja, das ist die Verzögerung allgemein vom von der Übertragung. Da kann ich aber leider nichts dran ändern, Chosen. Das ist eine Twitch-Sache. Aber das kennt man ja von Livestreams, dass es ein bisschen nachhängt. Oder meinst du in der, gut, in der Übertragung, ja klar, hängt's nach, sicher. Aber dafür habt ihr ja in Chat rechts. Außerdem bist du gerade der Einzige, der was schreibt. Was ich sehr toll finde übrigens, weil während der Lesrak nicht da ist. Ne? Bist du meine einzige Unterhaltung? Ich hab sonst keine Freunde. So. Aber hier müssen noch irgendwo Leute rumlaufen, die ich kaputt hauen kann. Hallo? Schick ist es hier. Dum, 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 dum.
Da ruft er wieder an. Hallo, Mr. Hallo. Klinge ich anders? Nein. Okay. Na dann erstmal Eukalypt. Ja. Chosen, ich streame zu komischen Zeiten, das ist völlig richtig. Weil ich zu den normalen Zeiten, wo Leute normalerweise da sind, immer arbeiten muss. Weil was meine mir? Arbeitszeiten fangen immer dann an, wenn andere Leute frei haben. Das ist ein super Job. Und was ist mit mir? Na, du, weiß ich nicht. Arbeitest du überhaupt? Ja. Du bist auch immer da. Lesrak ist immer da. Leute, ihr könnt euch immer auf ihn verlassen. Was mit dem Falken hier? Kein Bock? Ah, das Spiel nicht installiert. Ah, lame. Das ist jetzt mein Lieblingsquest. Ich hasse die. Ich hasse die so abgrundtief. Die ist doch von der Seite. Wir brauchen diese scheiß Peitschen-Sache nicht machen. Doch, die kommt auch noch. Hä? Die Peitschen-Quest kommt noch. Dizzy, Zeitreisen. Was habt ihr gegen Zeitreisen? Wieso ihr? Weil du Dizzy gesagt hast. Ja, warte ab, bis du hier rauskommst. Du wirst auch Dizzy sein. Ach so. Ach, okay. Das ist ein Zustand, kein Name. Okay. Mein Fehler. Ach ja, ja. Daran. Du kannst ja hier mal wieder nicht. Ach, ich muss die Waffen wieder ausrüsten. Oder, hä? Solltest du ja. Wo sind die denn? Ach, da. Ein Spinnchen. Ach, jetzt ist das Vieh schon wieder gestorben, bevor ich hier meinen Elementarforce aktivieren kann. Mann. War der befreit hier? Den müssen wir befreien. Ach ja, das ist eine Quest, Überrest. Hier, die können wir auch befreien. Ah, das Spinnchen, hallo! Pam, 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 Quit, Quit, Quit und tot. So muss das sein. Um 20 Uhr abends würde ich jetzt nicht sagen, dass du da arbeitest, aber gut, ich habe gerade mehrere Nächte durchgewerkelt. Doch, 20 Uhr abends. Doch, das kann ich bestätigen. Bin ich manchmal da, aber manchmal auch nicht. Ich stehe manchmal um 20 Uhr abends noch im Stau auf einer A3 und fahre nach Hause. Ja, das Problem kenne ich. Und die paar Mal, die ich dann abends da bin, die muss ich dann Rollenspiele streamen. Musst du? Ja, und ich werde da mit Gewalt. Wo bist du? Ja, in der Höhle. Ich hab. Ach, da! Ja, ja. Komm zu mir. Hier ist es schön. Hier brauchst du übrigens hier diese komische Kleidung. Musst du die doch jetzt anziehen hier. Das werde ich bestimmt nicht anziehen. Doch, musst du. Sonst kannst du die Quest hier vergessen. Okay. Ach, das ist nichts, was man ausrüstet. Nee. Sieht übrigens schick aus mit dem Flammenwerfer und dem römischen Lumpendingen. So, ja, schnell durch. Passt mich an. Wusch. Eine römische Waffe aufheben. Schnell durch, bevor die Wache wiederkommt. Ich muss Soul Glorifix identifizieren. Was musst du identifizieren? Römische Waffe, das ist doch keine Waffe, das ist ein Schild. Schild ist auch eine Waffe. Hast du schon mal ein Schild voll gegen das Gesicht gekriegt? Das ist eine Waffe. Oh, 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 scheiße. Deswegen Danke, dass hasse ich diese mich Quest so. Deswegen hasse ich diese Quest so. Hallo, Kartoffelsack. Genau, die
Kartoffelsack-Collection von Karl Lagerfeld. Genau die, Chosen, genau die. Die berühmt-berüchtigte Kartoffelsack-Collection. Wusch, wusch. Wo musst du eigentlich los? Ich habe noch eine Stunde Zeit. Okay. Weil ich muss gleich Schluss machen. Nach der Quest hier. Okay. Dann wird das eine traurige Veranstaltung. Ja, tut mir auch leid, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich jetzt schon meldet. Der Gierfelken. Ja. Hier sind Waffen drin. Ich habe auch eine Waffe in meiner Hose. Oh Gott. Ey, so ein Spruch muss doch jedes Mal dabei sein, oder nicht? Muss? Also ich weiß, ja, ich habe nur was für die Quote getan. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so muss. Ich weiß sowieso nicht, wieso du so ein Vergewaltigungsshirt tragen musst. Was ist denn ein Vergewaltigungsshirt? Anfassen, runterziehen, fertig. Okay. Das ist alles nein. Vorsicht, das ist ein Römer. Oh. Man muss das nur einmal runterziehen und... Ja. Ich glaube, wir müssten da unten den Typen noch anklicken. Den da. Oh, haben sie dich erwischt? Ja. Mein überragender Skill hat mich leider nicht geopfert. Gerettet. Geholfen. Gott, ich bin heute echt ein bisschen neben mir. Was machst du denn gleich noch mit dem Felgen? Das weiß ich nicht. Er hat was geplant. Hat das für dich gezählt? Was? Welche Stufe hast du jetzt gerade bei der Quest? Das Stehlen, 2 von 3. Dann musst du hier oben rein. Da kommt er ab. Nicht zu weit außen lassen, da ist nämlich immer eine Wache. Also hier jetzt rein? Ja. Eins klauen. Welches? Egal. Völlig egal. Und wieder hinlegen. Hm. So. Kannst du nicht den Hebel hier draußen benutzen? Das würde aber nicht helfen. Man könnte es doch wenigstens mal versuchen. So, den Stab mitnehmen. Oh oh, du bist erwischt worden. Von wegen, ich habe nur versucht, dich zu retten. Witzig, dass er mich jetzt nicht angegriffen hat. Natürlich nicht. So, den Stab haben wir schon. Hier sind noch Vorräte.
Waffen. Na. Und er hat mich wieder erwischt. Oh. Ja, deswegen hasse ich diese Quest so. Ich dachte, das wäre das Ding mit der Peitsche gewesen. Leider nicht. Leider nicht. So, jetzt muss ich noch diese blöde... Ah, da hinten ist sie. Perfekt. Metallurne. Und jetzt ein bisschen bauen. Ups. Dahin. 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 Frag mich, worüber sich Römer immer so unterhalten haben. Über Politik, über Philosophie, das Alltagsgeschehen. Was ist Philosophie? So. Primus Ordo spuckt sie an. Ja, danke. Ja, hast du alle drei Sachen? Nein. Ich habe gar nichts. Ich wollte gerade die ganze Zeit geht immer gedings. Also die Vase hast du jetzt. Ja. Hier vorne müsste der Speer sein. Ja. Und in dem einen Raum ganz am Anfang ist auch noch ein Ding drin. Oh, oh scheiße. Hatte ich nicht erwischt. Aber dich, oder was? Nein. Beim überragenden Sneaky Skills bin ich ihm ausgewichen. Du musst dann hier in der schlafenden Wache vorbei. Hier. Vorne in der schlafenden... Nein, nicht hier rein. Da an der schlafenden Wache vorbei. Und dann nach links. Nicht zu nah dran, genau. Und dann müsstest du alle drei haben. Und dann musst du in dieses Dokument, was da auch liegt, reingucken und da zeigt es dir, wie du das zusammenbauen musst. Also erst alle zerlegen, alle drei Sachen, und dann... Okay. ...wieder zusammenbauen. Währenddessen hoffe ich mal, dass hier wieder was... Spawned ist, ist hier wieder? Nee, leider nicht. Wie viele Zuschauer hast du denn? Chosen. Mein Gott, so viele? Ja, ey, wer ist denn um die Zeit sonst da? Da hat der Chosen schon völlig recht. Außer faule Studenten und keine Ahnung, Chosen. Würde ich jetzt nicht gesagt haben, dass der Chosen ein fauler Student ist. Im Gegenteil. Ist er ein Student? Ich glaube schon. Also meine letzte Information ist, dass der Chosen hier Archäologie hat er, glaube ich, studiert. What? Verbessere mich, Chosen, wenn ich falsch liege, aber... Ich wusste nicht mal, dass das noch unterrichtet wird. Natürlich. Hier ständig angespuckt. Fürchterlich. Ist von der Seite, es könnte immer schlimmer sein. Das stimmt.
Endlich. Hast du es an Kile zusammen? Ja. Perfekt. Dann müssen wir jetzt wieder oben in den Raum rein. Und ich wurde wieder erwischt. Nein. Ich hasse diese Wachen. Wieso müssen wir uns da nicht rumschleichen? Warum schlachten wir das nicht einfach durch? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat es irgendwas hier zu tun mit, wenn du in der Vergangenheit Leute tötest, dann könnte es sein, dass du deine eigenen Vorfahren tötest oder so. Ist mir doch egal. Ich mag meine Vorfahren. Übrigens, er studiert byzantinische Kunstgeschichte und christliche Archäologie als Schwerpunkt. Okay. Mhm. Christliche Archäologie? Ja. Zählt dazu auch diese komische Lanze, die Jesus erstochen hat? Oder das Grabbuch? Ja, warum nicht? Ich glaube aber eher christliche Archäologie, dann bist du eher in Israel unterwegs. Und vor allen Dingen hier in alttestamentlichen Gebieten. Heißt, da wo sie jetzt gerade schön Krieg führen, da in Syrien. Da müsstest du eigentlich hin und müsstest eigentlich schöne Sachen ausgraben können. Okay. Allerdings, naja. Nö. Ne? Ist so ein bisschen schwer da gerade, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Warum ist es denn weg? Und raus. Links. Jetzt müssen wir wieder ganz außen rum zurück. Bloß nicht erwischen lassen. Ach scheiße, falsche Richtung. Mit dem Outfit würde ich mich auch nicht erwischen lassen. Ich bin auch so unauffällig mit meinem Regenbogen, den ich hinter mir jetzt ziehe, ne? Ja. Ich habe aber gelernt, ihn auszublenden, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, so ein großes Spinnenvieh töten. Ne, erst müssen wir das Ding hier verstecken. Hui! Zur verbrannten Wüste zurückkehren, okay. Und jetzt müssen wir noch den Verschlinger für die Nebenquest finden. Verschlinger. Da kommt er. Ich bin festgewurzelt. Er auch. Ach, ich bin schon wieder auf dem Elemental Force Zähler 7 fängst. Die sterben zu schnell. Tut mir nicht leid. Obwohl Chosen byzantinische Kunstgeschichte Byzanz ist doch auch hier Afrika-Zeug, ne? Also Nordafrika. Kannst du ja mal reinschreiben, wenn nicht mich da nicht. Ist das der wissenschaftliche Ausdruck? Afrika-Zeug? Das ist bestimmt wissenschaftlich. Afrika-Zeug ist total wissenschaftlich. Ja, fauler Student, aber wie gesagt, letzten zwei Nächte eh nicht schlafen können. Da habe ich was für die Uni gemacht. Sehr, sehr, sehr schön, Chosen. So ist das richtig. Nicht schlafen, dafür immer lernen, 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 lernen. Ja, ich habe nicht studiert, da kann ich nicht mitreden. Schlaf wird überbewertet. So, ich breche das Video hier mal ab. Sorry, Leute. Das sind eigentlich nur Leute, die hier uns einen Kragen wollen. Feuer! Römer! Na, na? Kommt noch wer? Oh, von der Seite.
Und noch einer. Na super. Bin schon wieder auf dem 7er Zähler hängen geblieben. Kommt noch eine Welle? Nein. Mist. Das Ankieler zur Zeit bringen, da porten wir uns doch am besten. Wer ist Said? Said. Das östliche Römische Reich, kann man sagen, auch das nördliche Afrika-Klasse, wo ja. Ich glaube, da macht die klassische mehr durch den Hellenismus. Ja, das ist richtig, das stimmt. Was? Hedonismus? Hellenismus. Achso. Also Griechenland-Zeug. Bei Hedonismus hätte mir was gesagt. Ach, klar. Das sagt dir wieder was, ne? Hey, für jemanden, der nicht mal weiß, was Philosophie ist. Ich habe so ein bisschen Archäologiezeug habe ich ja im Studium auch mitgenommen. Aber allerdings wahrscheinlich nicht annähernd so viel wie der Chosen. Ach stimmt, du hattest ja auch studiert. Nee, nicht das, aber... Ja, nicht das, weiß ich aber... In meinem Studium kam das auch vor, allerdings am Rande. Und wenn du Pech hattest, wurdest du im Examen was dazu gefragt. Und dann haben sich alle mal aufgeregt, weil das eigentlich nicht zum Kernstudium gehört. Es gab, glaube ich, irgendwann mal in einem Examensdurchgang irgendwas über christliche Vasen oder sowas. Oder christliche Motive auf Vasen. Okay. Ja, da hast du dann gewonnen, wenn du solche Fragen im Examen kriegst. Hat es beim Studium denn gut abgeschlossen? Bitte? Warst du im Studium denn gut? Nein. Du hast lieber die Frauen klar gemacht, ne? Mir war das alles viel zu verkopft. Ich bin auch froh, dass ich jetzt eher praktisch arbeiten kann. Ich mag dieses alles zerreden und das ist fürchterlich. Das ist ein Geil. Fürchterlich. Kannst du nicht anders beschreiben. Man kann Themen auch kaputt reden. Okay. Boah, das ist ja so billig. Was ist billig? Ich? So. Hat er einfach das Ding weggeschmissen. So, du musst jetzt gehen? Ja, ich muss jetzt. Okay. Ich spiele noch ein bisschen weiter für euch. Der Chosen leistet mir Gesellschaft. Ja. Danke für das mitgemacht hast, Lester. Bis später mal. Jo. Bis später. Viel Spaß, viel Erfolg. Sure. So, ich gehe jetzt hier einmal in die Stadt zurück. Also ich denke, ich werde das Kopfteil in diesem Durchgang hier nicht mehr kriegen. Aber man kann es ja versuchen, nicht wahr? Hier müssen wir mit der Tussi reden. Und damit das alles ein bisschen schneller geht, werde ich das jetzt hier alles ein bisschen rushen. Der positive Effekt, wir kriegen nicht nur ein neues Kopfteil, wenn wir diese Questreihe abschließen, sondern auch eine Nebenwaffe, nämlich die Peitsche. Ups. Vasenmalerei ist easy going, da musst du nur wirklich ein paar Sachen auswendig lernen. Ja, das ist richtig, aber wenn du das im Examen kriegst und dich da vorher nie mit beschäftigt hast, aber Professoren denken, hey, das können wir doch eigentlich auch mal fragen, weil man hätte sich ja damit beschäftigen können, dann ist das natürlich Kacke. So, jetzt muss ich hier alleine klarkommen hier. Stunt, fürchterlich.
Zack und tot. Momentan läuft es noch ziemlich gut hier alleine. Läuft ganz ordentlich hier. Ah, sehr schön. Da haben wir nämlich schon eine Peitsche. Oh, da ist noch eine. Da kommt der Said auch. Endlich und leistet uns Gesellschaft. Oh, ich muss mal wieder den Chat mal wieder hochholen. Das kann ich gar nicht sehen, wenn der Chosen was schreibt zu seinem Basenzeug. Crit, 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 so muss das sein. Ich freue mich ja schon auf den Gatekeeper zu Nightmare. Ich weiß noch nicht. Ich weiß, wie man ihn als Tank macht. Hab aber keine Ahnung von dem als DD. Hier lang, nirgendwo tolles. Zeit begleitet mich, Gott sei Dank. Hier sind auch Leute drin. Gucken wir mal, ob wir die ignorieren können. Jupf, jupf. Flammenwerfer! Muss halt beim Blutmagie immer ein bisschen aufpassen. Lestrak hat die Gruppe verlassen. Jetzt bin ich endgültig alleine. Auf mich allein gestellt. Ah, es macht schon einen Unterschied, ob man den auf dem Elemental Force zündet. Hier, klar, warum auch nicht. So. Mal kurz. Habe ich jetzt irgendwie verpasst, wo man dieses... Ich habe doch die Nebenquests auch eingesammelt, ne? Aber ich habe hier nirgendwo gesehen. Hier nicht? Ah, der kommt jetzt hinter mir her, okay. Noch eine Peitsche. Zwei Peitschen brauchen wir nicht. Können wir eine wegschmeißen. Vasenmalerei in der christlichen kann ich mir so vorstellen wie generell Grabmalerei. Da hast du drei Allegorien, sonst ein paar Bilder, die immer wieder kommen. Nur eine Kiste. Mein Favorit, ja, sehr schön. Hm. Das ist das auch nicht. Und hier war es auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen hier? Eigentlich doch nicht.
Hier ist die Quest ja gewesen. Okay, vielleicht gibt es noch irgendwo anders Möglichkeiten, hier einen Abrieb einer Hieroglyphe zu machen. Ist ja voll archäologisch gerade, Joseph. Voll interessant, oder? So, vielleicht muss ich die einen Typen da erst killen, bevor das auftaucht. Aber normalerweise... Komm, ich töte die einfach hier. Zack. Und wir wechseln mal. Irgendwo muss es noch eine Möglichkeit geben, einen Abrieb zu machen. Hier ist Zeit, komm mal mit. Hier hinten vielleicht irgendwo. Ach man. Schon schwer. Zeit. Wo ist er hin? Zeit. Komm mit. Oh, that's just marvelous. Ja, marvelous, marvelous. So, hier gibt's einen Achievement. Müssen es denn Schlangen sein? Ja, Indy, es müssen Schlangen sein. Gibt es hier irgendwie was, wo man Abrieb machen kann? Oh, Tatsache, hier unten. So. Ding, ding, ding. So, dann besorgen wir uns hier noch einmal kurz ein paar Buffs, bevor wir hier reingehen. So, hier sind komische alte Schriftzeichen. Das da und das da. Und ich glaube, das hier. Und schon werden wir angegriffen von irgendeinem ekligen Vieh. Schon ist es tot. Ja, Schaden haben wir schon gut raus, aber wie ihr seht hier, wenn wir das Lebenspunkte-Item nicht anhätten, das wäre nicht so geil. So. Dun, 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 dun. Jupp. So. Hallo, Said. Abrieb sind nett, aber nichts sehr archäologisch, das denke ich mir. I take it you see how this needs to work. Ja, sorry, ich brich das hier ab. Ich muss hier ein bisschen schneller machen. Ein Siegel des Schwertes, sehr schön, ja. So, jetzt wird es nämlich ulkig. Ich habe das letzte Mal, als ich hier war, immer nur zu zweit gespielt und da gibt es jetzt gleich eine Stelle, wo ich gar nicht weiß, wie man die alleine vernünftig hinkriegen soll. Aber ich werde es mal versuchen. So. Gut, dass ich mir mal aufgeschrieben habe, wie die Kombinationen hier sind. Diese Stelle hier hasse ich jetzt gleich. Hier darf man nämlich nur auf die Zeichen drauf, die hier angezeigt werden. Okay. Komm, komm. Und das Blöde ist, die verschwinden auch noch. Hier drüben haben wir drauf. Da dürfen wir auch drauf. Okay. Hier drüben dürfen wir drauf.
Okay, jetzt dürfen wir auf die 3 auch drauf. Komm, wir können das... Boah. Okay, alles klar. Perfekt. 1, 2... Ich stelle mir den Chosen gerade vor, wie er so ein altes Grabmal hier entdeckt hat bei einer Ausgrabung und dann in bester Indiana-Chosen-Manier durch das Grabmal allen Fallen ausweichend. Hat irgendwie was, diese Vorstellung. Sehr ulkig. Ist auch so ein bisschen romantisiert, diese Vorstellung eines Archäologen, glaube ich. So, jetzt haben wir nämlich hier so einen scheiß Golem. Ich weiß gar nicht, ob man den hier umgehen kann. Kann man? Anscheinend kann man das. 1, 2, 3, 4. Okay, das ging einfacher als gedacht. Jupp. So, und jetzt müssen wir zuerst hier hinten noch zur Peitsche und ich hole mir mal wieder den Chat nach oben, damit ich den auch lesen kann. So, hier nur auf die komischen Figuren. Uns gibt es nämlich Feuer und Feuer ist niemals gut. Hier schmeißen wir unsere Peitsche rein. Laufen dann wieder zurück. So. So. Die beschädigte Arche an den Platz bringen. Oh nein, ich habe eine Falle ausgelöst. Lauf, Eukalypta. Lauf. Schnell. Oh, oh. Indiana Jones mäßig! Laufen! Lauf! Nicht zurückblicken, da kommt bestimmt der Stein! Wenn man das zu zweit hier spielt, ist das total nervig. Weil man nie gleichzeitig aus diesem Videosequenz rauskommt. Und irgendeiner wird für immer von diesem scheiß Stein erwischt. So. Jetzt müssen wir die Arche verstecken. Lalalalalala, ich verstecke eine Arche. Warum denke ich bei Arche immer an ein Riesenschiff anstatt an so ein komisches Ding? Ich habe auf jeden Fall ein Wissen schon nicht gesehen hier in dieser Questreihe. Aber hier hinten ist noch ein Wissen drin. Yay! So, und zurück. Wieder durch die Zeit. Danke, Kachabi. Ja, brechen wir auch ab. Wir haben ja keine Zeit, leider. Ich mache die Quest bestimmt irgendwann nochmal. Und dann mit allen ausgespielten Videos. Tut mir auch gerade so ein bisschen leid für die Zuseher, dass sie die Videos nicht mitkriegen. Weil die sind eigentlich ziemlich cool gemacht. Aber da ich jetzt heute nicht so viel Zeit habe und ich will das echt versuchen, das noch hinzukriegen hier. So. Jetzt holen wir uns die Peitsche.
Peitsche kriegen wir rein. Und zack. Das ist uncool, wenn man nicht gleichzeitig aus den Videos rauskommt. Ja, das ist in der Tat so. Das ist wieder eine der tollen Sachen, die Funcom sich da ausgedacht hat. Also manchmal funktioniert das, aber ganz oft eben auch nicht. Und dann wird immer einer von diesem scheiß Stein gefressen. Zack, zack, zack. Gut. Wir hätten jetzt noch so einen Abrieb machen können. Brauche ich aber jetzt nicht. Jetzt ist er auf einmal nämlich woanders. Brennt! Ah, der normale Blutschuss ist eigentlich auch schon ziemlich geil, wenn der auf dem 7er kommt. Oh, noch einer. Nee. 1900 Schaden. Bum, 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 bum. Hallo? Pam, 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 pam. Jetzt muss ich gleich aufpassen, welche von den Peitschen ich da wegschmeiße, ey. Welche ist jetzt die coole? Das ist eine Atonistenpeitsche, das ist eine Peitsche. Ach, die kann ich wegschmeißen, alles klar. Ich habe das hier auch schon öfter gehabt, dass ich eine Peitsche weggeschmissen habe, die ich nicht hätte wegschmeißen sollen. Stirbt! Kultisten! Und raus. Die Peitsche kann ich leider noch nicht verwenden. Ich habe noch nicht genug Fähigkeitspunkte, um die freizuschalten. Ich habe, glaube ich, erst 35 oder so, wenn ich da jetzt irgendwie rechts unten genug... Ich glaube, man braucht 50. Kann ich gleich mal nachgucken. Ich meine, man braucht 50. Mal kurz nachgucken. Quantum Peitsche. Ja. 50 KP, das kann ich mir gerade noch so leisten. Mach ich mal. Und dann braucht man hier... Ah, 35, doch, okay, ich kann es freischalten. Perfekt, das kann ich auch die Peitsche benutzen. Mach ich aber nicht, ich finde den Flammenwerfer cooler. So. Ich brauche echt mal ein Indiana Jones Kostüm. Ja, das wäre cool, Chosen. Ach fuck, ich muss die funktionierende Arche zurückholen. Geil, jetzt sind die bestimmt alle wieder da, hier die Typis. Natürlich sind sie alle wieder da. Warum sagt ihr denn nichts, wenn ich mich vertue? Naja, gibt's noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier.
So. Hier ist wieder einer. Ich hätte es besser auf den Leiter gemacht. Und ein Blutschuss ins Gesicht. Ach komm, die Peitsche brauche ich nicht. Weg damit. Ich habe ja jetzt eine coole Peitsche und nicht so einen Scheiß. So, und hier können wir die funktionierende Arche rausholen. Und dann den kühnsten Fahrer in der Wüste finden. Schnell wieder raus. Gott sei Dank sind sie jetzt alle hin. Wenn ich so auf die Uhr gucke, es könnte hinhauen. Ich wollte eigentlich so um 14 Uhr Schluss machen, um noch ein bisschen irgendwie was anderes zu machen, aber ich glaube, ich versuche das jetzt hier durchzuziehen, bis ich das Kopfteil habe, Leute. Nur für euch. So. Der Chat schon wieder raus. So, bitteschön. Nathan Dante und Reddish Snow. Okay. Wer es braucht. So, hier kriegen wir wieder ein neues Siegel. Ein Siegel der Sicherheit. Barriereeffekt um 1% besser. Perfekt. So, jetzt, das sind jetzt echt eigentlich ziemlich coole Videos hier. Aber wir haben ja keine Zeit. Wie ich schon sagte. Und ich habe auch kein Messerchen mehr hier. Das ist auch blöd. Hahaha. Das ist echt Indiana Jones mäßig. Das ist echt witzig gemacht hier. Und nochmal, und nochmal, und den hinterher, und noch ein Blutschuss. Und ich bin total aus der Rota raus, ist mir scheißegal. Flammenwerfer for the win. Und tot. So. Hat er eine Keycard fallen lassen? Nee, ist ja noch keine Keycard ziehen. Hallo. Rest Flammen. Ja, die halten schon was aus hier. Ganz umsonst lassen sie mich mein Kopfteil nicht kriegen hier. Eben kurz warten, bis der Flammenwerfer wieder bereit ist. Sehr schön. Gar kein Elite-Skill hier drin irgendwie. Das ist ein bisschen traurig. Ich muss aber gleich los, ein bisschen Geld auf die Bank bringen. Dann einkaufen. Boah, wenn man Geld hat, das man auf die Bank bringen kann, Chosen. Du bist echt. Lebst im Luxus, mein Freund. Pam, 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 pam. Aber schön, dass du da warst. Keycard, Keycard, Keycard. Ach, hier hinten gibt es einen Keycard bestimmt. Ich habe das inzwischen hier eigentlich schon so oft gespielt, aber noch nie. Irgendwie weiß man es trotzdem nie so richtig. Zumindest nicht, wenn man so ein löchriges Gedächtnis hat wie ich. Hallo Leute! Hier kommt der Flammenwerfer.
So. Hallo? Und tschüss. Hüpf, hüpf. Und das können wir eigentlich mal zerlegen hier. Genauso wie das hier. Ich brauche die Runen. Das da gibt, glaube ich, Feuer. Ja, genau. Und ja, den Rest können wir eigentlich lassen. Dekadenz, Dekadenz, nein, zum Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du Geburtstag hattest. Also, dass du einen Geburtstag generell hast, ist sehr wahrscheinlich. Aber, dass der so nah jetzt hier an diesem Termin drin ist, das wusste ich nicht. Boah, vielleicht kriegen wir es echt noch vor 14 Uhr hin, aber der schwierige Teil dieses Zuges, der kommt erst noch. Ich werde fluchen. Werde fluchen. So, die tanzen da hinten. Und wir versuchen hier durchzukommen und lösen den Alarm aus. Natürlich lösen wir den Alarm aus. So. Da kommen sie. Außer Reichweite, außer Reichweite, außer Reichweite, außer Reichweite. Bam, bam, bam. Und ein Blutschuss hinterher. Und zack, und bam, und... Na komm. Das ist der einzige Nachteil, dass die Reichweite von diesem Dingens ist echt nicht so besonders. So. Dann kommt schon der nächste. Für Geburtstag, ich hatte am 18. Ja, ist ja. Noch nicht so lange her. Okay, da hinten brennt's. Pam, 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 tot. Noch jemand? Kommt noch einer. Blutschuss. Großer Schuss. Nicht mehr nötig. Alle schon tot. Ich muss sagen, es gefällt mir irgendwie. Ich mag dieses Skill. Bam, bam, bam. Ist es jetzt bald mal gut, hier das Feuer kommt. Ah, jetzt kommt der hier, der Eumel. Hallo Eumel. Ach Mist. Dann machen wir es einfach mal so. Das macht ja auch ordentlich Schaden. So. Und noch einer. So, einmal durch. Und jetzt den Panzer! Tank benutzen! Nee, vor 14 Uhr kriegen wir das nicht mehr hin, Leute. Aber ich will dieses Kopfteil jetzt noch haben. Kennt ihr das auch, wenn man irgendwie spielt und so, und dann noch eine Mission, noch eine Mission? Ich hatte das letztens in der Aufnahmesession für XCOM. Mir so, spielst du bis dann und dann und dann war es so spannend und danach kommt noch eine Mission. Ach komm, noch eine Mission. Ich will jetzt wissen, ob du das schaffst. Zack, zack, zack und dann spielt man statt zwei auf einmal 8 Stunden oder so. So, jetzt kommt der beschissene Teil von dem Zug hier. Der Trick ist, glaube ich, meistens aus dem Sprint rauszugehen. Ja. Hallo Leute. Oh
Oh, die machen mir ordentlich Schaden hier. Aber ich glaube, ich bin auch nicht mit voller Lebensenergie hier reingegangen. Eine Sekunde kurz warten. Flammenwerfer. So. So, und an dieser Stelle haut's mich immer raus. Jetzt noch nicht an dieser Stelle, aber gleich da hinten. Au, au. So, hier haut es mich immer raus. Okay. Und hüpf. Ah, diesmal habe ich es geschafft. Perfekt. Weißt du, wenn ich aufnehme, dann funktioniert das. Wenn ich das irgendwie ohne Aufnahme spiele, dann habe ich hier aber Probleme. So, und da kommt jetzt wieder der Typ hier. Was für eine Arroganz anzunehmen, sie könnten einen Propheten besiegen. Sie könnten einen Gott kämpfen. Oh oh, der haut mich tot. Ah, oh, verdammt. Ja. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen hier. Verdammte. Ah ne, Gott sei Dank nur hier. Vor dem Typen. Sehr gut, sehr gut. Na komm. 4, 5, 6. Und. Blutschuss. Okay, er ist aber auch down. Perfekt. Oh, jetzt kommt der Eumel von da. Den kennen wir noch. Stimme von Homer Simpson? Welche? Was ist die Stimme von Homer Simpson? Der Kultist? Machen wir nicht schwach, ist mir noch nie aufgefallen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Machen wir ein paar Flammenwerfer-Crits raus hier. Von dem Typen, den du umgeboxt hast mit dem Hammer. Ja. Ist mir doch echt noch nicht aufgefallen. Ich muss das nochmal spielen und mal drauf achten. Chicago and this train, my friend. It is very precious. I cannot just let you take it. Feigling, Feigling, Feigling. Rotationen kannst du bei mir echt vergessen, ey. Soweit ich mich dabei bewegen muss, ist alles vorbei. So, hier müsst ihr aufpassen, die Tür ohne Leiter, wenn ihr die aufmacht, dann sterbt ihr. Dann springt nämlich so ein Typ da irgendwie aus der Tür raus und schubst euch vom Waggon. Das ist meistens dann nicht so angenehm. You have not picked your side. The messenger will have his message. Okay. Üben, 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 Koali. Ja, ich übe ja schon.
muss auch wieder mehr mit Eukalypter spielen jetzt. Ich habe so lange mit dem schon hochgezüchteten Charakter gespielt. Das ist echt nochmal ein anderes Feeling. Ich habe ziemlich lange gewartet, ob Terra nochmal irgendwie online kommt und man wieder mitspielt. Aber irgendwie hat die sich sang- und klanglos verabschiedet aus der Secret World und irgendwie auch ist auch nicht mehr online. Keine Ahnung. Tell me, would you trust to that monster? To those people? They are not even your people. You have no people. Na komm. Ah, fuck. Das war scheiße jetzt. Das war scheiße. Das war nicht gut. Wo haut er mich denn jetzt hier wieder raus? Oh nee, so weit hinten. Buh. So, war die Leiter, hier war die Leiter. Ich hasse diese Stelle. War so froh, dass ich die gerade eben vernünftig hingekriegt hatte. So, jetzt. Okay, jetzt ist der Typ hier weg. Ist klar. So, der ist weg. Also mit den 3000 Lebenspunkten komme ich gerade so hin mit meinem Spielstil. Ich muss auch mal wieder Videos machen, ja, Chosen. Ich möchte auch mal wieder hier was von deinen Pokémon-Sachen sehen. Die waren richtig witzig, obwohl ich ja mit Pokémon sonst nicht viel anfangen kann. Aber die waren ulkig. Ich fand die echt gut. Ach ne, Moment, hier vorne, die hatten doch... Die jetzt nicht die Keycard, die ich brauchte. Der ist weg, der ist auch weg. Okay, nee. Keycard, Keycard. Hier war eine Keycard, okay. Genau, mit dieser Keycard muss man dann hier hoch und wieder zurück durch den Waggon. Und hoffen, dass man nicht vom Waggon aus Versehen runterläuft. Ich habe leider nichts mehr, aber zu Pokémon will ich mal wieder was Neues machen. Mach das. Hat echt Spaß gemacht zu gucken damals. So, und hier ist nämlich die goldene Keycard, mit der man dann durch die Tür ganz weit hinten kommt. So. Und wenn du den PC neu aufsetzt, dann schmeißt doch das Secret World auch mal wieder rein und guck mal, vielleicht funktioniert es ja doch mit deinem Holzinternet. Der Lesrak hatte auch ein Holzinternet. Ich
schwarze Sonne wird das Fleisch von ihren Knochen brennen und sie in Asche verwandeln. Okay. Raus. Fuck, das könnte knapp werden, Leute. Yes, wir haben es geschafft. Ja, cool, Chosen, das würde mich freuen. Bams! Vom Zug. So, jetzt müssen wir nur noch hier runter. Und das Ding hier zerstören. Und dann haben wir den Zug aufgehalten. Wir haben es kurz nach zwei, das passt ja super. This is Koala! Yes, yes, yes. Ich warte auch immer noch auf Funcom, falls es jemand offiziell ist von Funcom jemals sehen sollte. Ich will einen Koala-Kopf. Es gibt hier so einen Squirrel-Kopf, aber keinen Kaninchen-Kopf, aber keinen Koala-Kopf. So, Bericht senden. Treffen mit dem Rat. Bericht senden. Und da bekommen wir endlich unser lila Kopfteil. Ne, wir nehmen keine Gesundheit, wir nehmen keinen Heilungswert, wir nehmen den Angriffswert. Zack. Und wir haben hier noch eine Barriere-Effekt-Siegel. Ja, wer es braucht. So. Was haben wir denn gerade? Wir haben Angriffswert da drauf geglüft. Trefferwert darauf geblüfft. Ist auch für die momentane Sache, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Haben wir noch genug Trefferwertglyphen? Wir haben noch drei. Wir können aber noch welche aufwerten hier, oder? Ja, wir haben noch genau vier. So. Zap. 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 Glyphenkit. Einmal Trefferwert drauf geglüft. So, und dann hatten wir hier irgendwie was Tolles drin. Ne, wir hatten hier nichts Tolles drin. Haben wir irgendwas, was wir da reintun können? Befallen-Effekte haben wir nicht. Irgendwas, wenn wir blocken? Nö. Immer wenn sie geschwächtes Ziel treffen, das ist auch nicht so richtig das, was ich haben will jetzt gerade. Beeinträchtigungseffekte. Wenn sie ein Ziel treffen, besteht die Chance von 10%, dass sie mehr magischen Schaden machen. Mhm. Wenn sie kritisch treffen, wird das. Ja, das ist nicht so schlecht. Also, das merken wir uns schon mal vor. Und das sind kleine Siegel hier jetzt, ne? Nee. Siegel der Raserei. Ich glaube, ich nehme mal das Siegel des Zerfleischens. Das habe ich zwar schon auf der Waffe, glaube ich, drauf. Hier auf dem. Aber ich weiß auch nicht, ob sich das addiert. Ich hoffe, es addiert sich. So. Jetzt müssten wir eigentlich damit jetzt noch mehr Schaden machen. Und das hier zerlegen wir. Und bekommen wieder ein bisschen was zurück. Ich installiere gerade wieder per CD, muss nur ganze Updates runterladen. Holzinternet. Disconnect. Ja. Wie gesagt, einfach ausprobieren, wenn es dann überhaupt nicht klappt. Dann ist es halt so. So, reparieren.
Alles klar. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und fürs Mitmachen. Danke an Chosen, dass du so fleißig geschrieben hast, sonst wäre das also ein bisschen leer gewesen hier. Danke an den Lestrak nochmal fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal, der Fan euer Koali. Und dann muss ich noch hier den Open Broadcast beenden.